sieht man Varu? Ich befürchte, nein. Was? Warum schreie ich denn so? Stopp, das ist ja jetzt hier nicht. Ja, okay, gut. So, Varu haben zumindest kurz alle auch zu Gesicht bekommen und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unseren beiden Nationalspielerinnen Sarah Dorsun und Clara Bühl und natürlich Varu nicht zu vergessen. Die erste Frage geht trotzdem an dich, Sarah. Und zwar, wir haben alle schon über die tolle Einschaltquote gesprochen beim ersten Spiel. Vielleicht kannst du aber auch noch mal kurz sagen, es war ja auch im Vorfeld so das bestimmende Thema auch, wie viele werden zu diesen Anstoßzeiten auch einschalten. Wie sehr hat euch diese Quote gefreut? Es hat uns wahnsinnig gefreut, dass wir von der Einschaltquote gehört haben, wie viele Menschen wir begeistern konnten, unser Spiel zu schauen, unser Auftaktspiel zu sehen. Und ich könnte jetzt sagen, mir war bewusst, dass so viele bei uns zuschauen wollen, dass es letztendlich dann doch so viele waren, hat uns, glaube ich, sehr gefreut. Ich wusste von Freundinnen und von der Familie, dass auch auf der Arbeit die Fernseher eingeschaltet werden, dass Public Viewing angeboten wird. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir so viele Menschen vor die Fernseher kriegen konnten. Clara, welche Rückmeldung hast du aus Deutschland bekommen? Ja, auch nur Positives. Ganz viele haben eingeschaltet. Meine Cousine hat sogar mit ihren Schülerinnen geschaut. Das hat mich persönlich natürlich enorm gefreut. Ja, wenn da auch die Zeit dann im Unterricht gefunden wird, würde ich mal behaupten, so kurz vor den Sommerferien. Deswegen, sehr, sehr besonders eben, dass so viele trotz den Anstoßzeiten eingeschaltet haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn es beim nächsten Spiel genauso bleibt. Ja, Clara, dann direkt die Nachfrage. Deine Cousine ist Lehrerin. Haben wir das richtig verstanden? Welche Schule, wo, was unterrichtet sie? Dass wir das ein bisschen konkret machen können, damit das vielleicht andere Lehrer und andere Schüler dann noch nachmachen können. Also genau die Schule weiß ich jetzt nicht. In München, genau. An einer erweiterten Schule ist sie eben Lehrerin für Englisch und Sport hat dann eben die Zeit gefunden, das mit den Schülerinnen zu schauen und die Schülerinnen waren auch sehr, sehr begeistert. Vielleicht könnt ihr uns mal beide so ein bisschen mitnehmen, was gestern am freien Tag anstand und wie lange man braucht, um wieder in einen Turniermodus zurückzufinden, sprich heute das Training aufzunehmen. Möchtest du anfangen? Kann ich. Also ich war mit einer kleinen Gruppe in Sydney unterwegs. Mir tut es immer ganz gut, einfach rauszukommen, mal einen ganzen Tag nicht an Fußball zu denken, um dann einfach wieder heute den Fokus zu finden. Wir hatten einen schönen Tag mit sehr viel Ausgleich, Abwechslung und ja, natürlich auch ganz schön, wenn man nochmal mehr von dem Land spielt, wo jetzt auch die Weltmeisterschaft ist. Sydney ist eine wunderschöne Stadt. Ich kann es nur jedem empfehlen, auch mal hinzugehen. Und deswegen war es heute dann eigentlich recht einfach, den Fokus wiederzufinden. Wir hatten auch eine sehr, sehr gute Trainingseinheit, hohe Intensität und man hat einfach gemerkt, trotz des freien Tages ist einfach der volle Fokus da und die Mannschaft freut sich enorm auf das nächste Spiel. Wir waren nicht in der gleichen Gruppe, aber ich war auch in der Sydney-Gruppe, sind mit ein paar Mädels dann in die Stadt gefahren, Kaffee getrunken, gebruncht, abends zusammen gegessen. Also diese ganz normalen Dinge, die man macht. Wunderschöner Ort, wie Clara sagt, auf jeden Fall ein Besuch wert. Und auch wie Clara gesagt hat, wir sind jetzt im Turnier drin, wir haben unser erstes Spiel bestritten und dementsprechend haben wir uns dann heute im Training auch wieder gut vorbereitet auf das nächste Spiel. Das Training sah gut aus, der Fokus war da und wir werden auch am Sonntag wieder gut vorbereitet sein. Wie sieht denn aktuell die Vorbereitung aus? Also über Kolumbien wird ja viel gesprochen, wurde auch schon viel gesprochen, wie sie spielen. Geht ihr da noch ein bisschen intensiver dann in die Zweikämpfe beim Training oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, es ist letztendlich eine Spielvorbereitung wie auf alle anderen Spiele auch. Wir kriegen Videoszenen, wir wissen um die Stärken und Schwächen des Gegners, wissen, dass es ein sehr körperbetonter Gegner sein wird, dass wir auch eventuell den Ball dann mal ein bisschen früher spielen müssen, sonst kann es wehtun, aber letztendlich tun wir, glaube ich, gut daran, unser Spiel aufzuziehen,
aber natürlich auch mit den Stärken und Schwächen des Gegners und dass wir dann einfach Sonntag bestmöglich vorbereitet sind. Amir, Entschuldigung, ein bisschen mehr über Kolumbien für Sarah. Die Stürmerin wechseln viel und Linda Caicedo ist eine der aufregendsten Spielerinnen in dieser WM. Was haben Sie über Ihre Leistung gedacht gegen Korea? Und ja, wie wird das Team mit diesem Tempo und Bewegung vielleicht von Kolumbien reagieren? Ja, erstmal ist es eine sehr robuste Spielerin, eine sehr zweikampfstarke Spielerin. Das ist uns klar. Wir haben auch Tempo in unseren Reihen, wir haben auch robuste Spielerinnen in unseren Reihen und werden uns nicht scheuen, auch in die Zweikämpfe zu gehen, aber einfach auch clever zu agieren und nicht irgendwie den Kopf zu verlieren, sondern auch in diesem Spiel komplett bei uns zu bleiben, mit unserer Spielstärke, aber auch mit der Zweikampfstärke, die wir auch haben, am Sonntag dieses Spiel führen. Ja. Zwei Fragen an beide. Ihr habt gerade schon erzählt, wie ihr gestern den Tag verbracht habt. Wie erlebt ihr denn das Land Australien? Habt ihr da auch irgendwie Kontakt zu den Menschen und zu den Fans? Und die zweite Frage, wie findet ihr die Bedingungen hier? Also vom Klima her, Trainingsplatz, der Rasen im Stadion. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was erzählen. Danke. Ja, also ich habe ein sehr, sehr positives Bild hier von Australien. Natürlich hatte man auch Erwartungen, weil natürlich Australien wunderschön ist. Und diese Erwartungen wurden sogar übertroffen. Klar, sucht man so ein bisschen die Zeit, um das Land dann auch besuchen oder einfach zu sehen. Aber wir hatten schon viele Möglichkeiten und konnten deswegen auch einen guten Einblick gewinnen. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht oder auch glücklich darüber, dass die Menschen hier so offen sind. Egal, ob du dir an der Ecke ein Cappuccino holst oder durch den Park läufst. Sie sind total offen, fragen nach und so kommt man ein bisschen in den Austausch. Wir haben uns in Sydney auch ein, zwei Insider-Tipps abgeholt, wo man dann mal hin kann. Das finde ich immer ganz cool. Und so kriegt man auch was mit, wie die Menschen hier sind. Und das finde ich immer was ganz, ganz Schönes. Ja, unfassbar freundliche Menschen. Also jeden Morgen, wenn wir zum Frühstück gehen, da läuft keiner mit Scheuklappen durch die Gegend. Dann ist immer, hey, good morning, how you doing? Und anfangs wussten wir gar nicht, beantwortet man diese Frage oder nicht. Super sympathische Menschen. Und bisher gefällt mir Australien auch ganz gut. Ich habe noch keine Spinnen gesehen, deswegen finde ich es super. Echt, wie Clara gesagt hat, unfassbar schön. Auch an dem ersten Tag, als wir das erste Mal in Sydney waren, als wir auf dem Wasser waren, da realisiert man erst mal, wo man eigentlich gerade ist. Und für mich ist es nicht selbstverständlich, hier in Australien gerade sein zu dürfen. Dementsprechend konnte man das dann alles noch mal mehr genießen. Gut. Ja, yes, sehr gut. Der Trainingsplatz finde ich super, ist auch nahe am Hotel. Das ist als Spielerin immer sehr gut, wenn du jetzt keine lange Wege hast. Natürlich ist es jetzt zu den Spielorten ein bisschen anders, aber ich glaube, das liegt einfach an der Größe des Landes. Da haben wir trotzdem ein gutes Los gezogen. Natürlich müssen wir ein bisschen reisen, aber da haben wir auch Top-Bedingungen. Also Trainingsplatz ist top, die Wege sind kurz gehalten und ich fühle mich in unserem Hotel auch super wohl. Und deswegen hat man so ein bisschen sein zweites Zuhause für die nächsten Wochen gefunden. Gibt es denn auch Dinge, die man in der Freizeit nicht machen darf hier, um sich nicht zu verletzen, zu dicke Beine zu bekommen, keine Ahnung, sowas? Also ich werde mit Sicherheit nicht in irgendeinen Busch reinkrabbeln. wir wissen ja alle, dass wir letztendlich auch hier sind, um diese Weltmeisterschaft zu bestreiten. Dass, wenn wir einen freien Tag haben, auch was sehen wollen in diesem Land. Aber ich glaube, dass wir das alle ganz gut im Griff haben, dass jetzt nicht Halligalli passiert und wir da richtig Action haben, sondern wirklich einfach sich die Dinge des Landes anzuschauen, was das Land ausmacht. Gestern war ja eine Gruppe auch bei den Koala-Bären und Kängurus und ich glaube, dass das jetzt nicht zusätzlich so belastend ist und dass man so dicke Beine davon bekommt.
Ich würde beiden gerne eine Frage stellen. Clara, vielleicht bei Ihnen anfangen. Wenn wir nochmal auf Kolumbien schauen und dieses Körperlichkeitsthema in den Fokus nehmen, Lena Oberdorf, inwieweit sie da gerade dann eine Bereicherung wäre auf dem Platz? Und Sarah, vielleicht in Ihre Richtung noch die Frage, wie ist das eigentlich, wenn man heute das jetzt gesehen hat auf dem Trainingsplatz, wir haben keine Ahnung wie viel, 22 Grad gefühlt in der Sonne, ist es bullenwarm und dann weiß man aber, dass die Spiele halt bei 7 Grad stattfinden. Macht das irgendwas? Muss man da irgendwas verändern? Du solltest anfangen. Ja, ich fange an. Ja klar, Obi ist glaube ich einfach, es zeichnet sie diese Zweikampfstärke aus, diese Robustheit, deswegen liebe ich es immer eher, sie in meinem Team zu haben, anstatt jetzt bei den Gegnern. Ich denke immer, dass es den Kolumbierinnen genauso geht. Deswegen, klar, wird sie uns helfen im nächsten Spiel und wir sind unglaublich froh, dass sie jetzt wieder zurück beim Team ist. Wir sind sehr froh, dass wir Obi in unseren Reihen haben, auch mit ihrer Körperlichkeit. Ja, ich mag es, wenn es warm ist. Mir macht die Hitze zum Glück nicht so viel aus. Ich war gespannt, wie es dann am Spieltag sein wird. Und es war wirklich vollkommen okay. Also wir haben dann auch immer vorher gesagt, boah, um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr wird es echt kalt sein. Während des Spiels war es vollkommen in Ordnung. Und in der Kabine ist dann auch gefallen, oh, das ging ja aber ganz gut mit dem Wetter. Also ich glaube, wenn man sich viel bewegt, wird einem auch schnell warm. Danke. Wie ist das jetzt? Ihr habt das erste Spiel 6-0 gewonnen. Keine andere Mannschaft hat in einem Spiel bisher so viele Tore erzielt. Es ist der vermeintlich schwächste Gruppengegner gewesen. Brauchte die Trainerin lange, um euch wieder runterzuholen nach der Euphorie oder ist die gar nicht erst so groß aufgekommen? Die Euphorie war zu 100% da, weil es war ein WM-Auftaktspiel und das muss man auch erstmal 6-0 gewinnen und dementsprechend waren wir auch zufrieden mit unserer Leistung und auch sehr stolz, dass wir diese Leistung abgeliefert haben. Ich glaube, man konnte auch sehen, wie glücklich wir darüber waren nach dem Spiel. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir diese Leistung einordnen können und jeder Spielerin ist das bewusst. Da musste man jetzt nicht explizit sagen, hey, ein bisschen weniger ausgelassen jetzt diesen Sieg feiern. Es war wirklich schön, dass wir diesen Sieg so gefeiert haben, zu 100%, weil ein WM-Auftaktspiel muss man, wie gesagt, auch erstmal 6-0 gewinnen. Aber wir können dieses Spiel ganz gut einordnen. Noch ein paar Worte zu Jule Brandt sagen, wie du findest, dass sie jetzt in ihrem ersten WM-Spiel performt hat, was du als ihre Stärken siehst und ob ihr euch vielleicht auch ausgetauscht habt. Ja, Jule ist eine sehr, sehr quirlige Spielerin. Ihr Dribbling kannst du kaum stoppen. Das zeigt sie im Training und natürlich auch im Spiel hast du das einfach unfassbar gesehen. Sie macht immer weiter, das ist sehr, sehr wichtig und es ist auch eine gute Eigenschaft, einfach dieses Unbekümmerte beizubehalten, dieses okay, ich hake die Situation ab und nehme die nächste. Ich glaube, Sarah kann es ganz gut sagen, wenn sie mal in Fahrt kommt, kann man sie kaum stoppen. Und das ist für uns in der Offensive unglaublich wichtig, weil diese Dynamik und dieses Unberechenbare stellt den Gegner vor großen Herausforderungen und zieht natürlich für uns als Mitspielerin auch nochmal Räume auf, die wir dann belaufen können. Und ich glaube, es ist einfach auch schön, dass wir vorne solche Spielerinnen haben, die einfach ja, mutig agieren, sich was zutrauen. Und ja, wenn sie ihren Weg so weitergeht, dann steckt noch sehr, sehr viel in ihr. Natürlich haben wir uns nach dem Spiel ein bisschen ausgetauscht. Wir haben dann auch in der zweiten Halbzeit die Seiten mal gewechselt, weil es auch immer wichtig ist, nochmal seine Gegenspielerin zu tauschen, um vielleicht nochmal neuen Input zu setzen. Also es ist dann wirklich schon so, dass wir auf dem Platz oder in der Halbzeit kurz mal reden, wie es ist, ob man mal die Seite tauschen muss oder nicht. Und so entwickelt sich das dann und hat man dann auch schon ein bisschen so eine Routine drin. Eine Frage an Clara. Bobby und du haben ja nun die ersten drei Tore geschossen, ausgerechnet die beiden Spielerinnen, die im EM-Finale gefehlt haben. Hast du mal mit Poppy darüber gesprochen, wie das war, dass ihr nun beide gefehlt habt und vielleicht auch darüber, dass ihr jetzt eben die Tore geschossen habt für Deutschland und das Team ja dann auf die Siegerstraße gebracht habt? Nee, also so direkt jetzt über die beiden Thematiken nicht. Natürlich hat man nach der EM beim nächsten Lehrgang mal drüber geredet, hey, wie hast du das verarbeitet? Wie geht es dir damit? Hast du es schon komplett abgeschlossen? Aber jetzt weiter und ein bisschen tiefer jetzt nicht. Nee. Hallo, eine Frage an Sarah. Wie siehst du insgesamt die Leistungsdichte in eurem Team? Ihr habt ja immer mal wieder angeschlagene Spielerinnen. Jetzt bist du gegen Marokko für Marina reingerückt. Wie siehst du insgesamt deine Rolle? Bist du die
dir der bewusst oder willst du den Platz jetzt freiwillig nicht hergeben? Wir haben schon wirklich eine enorme Qualität in dieser Mannschaft und nicht nur die 23, die hier sind, auch die, die zu Hause geblieben sind. Was sehr cool ist, was, glaube ich, der Trainerin die Entscheidung nicht immer ganz so einfach macht, aber was unser Trainingsniveau natürlich auch immer auf einem hohen Niveau hält. Für mich persönlich ist es so, dass sich nichts geändert hat. Ich sage, wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Und wenn ich nicht starte, definiere ich mich nicht über meine Einsatzzeit während des Turniers. Marina und Kati haben letztes Jahr wirklich eine überragende Europameisterschaft gespielt und sind beides super Innenverteidigerinnen. Ich sage, glaube ich, immer, dass ich es den beiden so schwer wie möglich machen möchte, einfach auch, um das Trainingsniveau hochzuhalten, weiß aber um meine Rolle. Und deswegen hat sich für mich nichts verändert. So, wenn ich da bin oder wenn ich gebraucht werde, versuche ich da zu sein, versuche das Vertrauen zurückzugeben. Und ja, alles andere entscheiden dann die Trainerin. Ich würde noch mal beiden gerne eine Frage stellen. Das Thema ist Standards. Clara, vielleicht können Sie mal ganz grob skizzieren, wie viele Varianten Sie eigentlich mitgebracht haben, weil im Vorfeld es ja auch immer hieß, dass man Standard-Weltmeister werden möchte. Und bei dem Thema bleiben, Sarah, wenn man jetzt gegen Kolumbien spielt, Robustheit ist natürlich das eine, wenn der Ball läuft, aber auch bei Standardsituationen, was muss man da vielleicht dann verändern oder wie muss man da vorgehen, um da diese Körperlichkeit dann auch rauszunehmen? Ja, also ich glaube, wir haben unglaubliche Qualität in den Standards. Wir haben auch gezeigt in den letzten Spielen, dass wir da sehr viel Potenzial haben. Wir haben jetzt auch ein Tor dadurch geschossen. Deswegen ja, müssen wir da einfach weiter trainieren. Ich natürlich als Schützin, ja, immer verbessern zu wollen, die Bälle einfach perfekt in die Mitte zu bringen, weil wir natürlich in der Mitte auch wahnsinnig gute Kopfballspielerinnen haben. Und wenn der Ball kommt und du 3-4 Stück hast, die du kaum verteidigen kannst, dann ist quasi der Ball vielleicht fast schon im Tor. Und ich glaube, das gilt es einfach zu perfektionieren in den Zeitrahmen, die wir haben während dem Training. Und ich bin mir sicher, wenn wir da ja einfach das perfekte Timing finden, dass wir noch einige Tore schießen können. Ja, und defensiv verteidigen die kopfballstarken Spielerinnen genauso gerne wie offensiv, wenn sie Tore machen können. Wir wissen, dass wir eng dran sein müssen, den Kolumbianerinnen gar nicht so viel Raum geben und vielleicht auch vorher schon ein bisschen mit dem Körper arbeiten, alles im Rahmen des Erlaubten. Einfach eng sein, eklig sein und gar nicht das Gefühl vermitteln, dass sie über ihre Körperlichkeit in das Spiel reinkommen können. Dann machen wir mit einer letzten Frage für Sarah Dorsun weiter. Wer möchte? Ulrike John. Sarah, Sie haben ja Merle Froome schon sehr lange erlebt, die Nationalmannschaft immer hinter Ihnen quasi direkt. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie sie sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Ja, die Entwicklung, die Merle genommen hat, ist wirklich enorm. So eine reife Spielerin geworden, eine sehr ruhige, klare Spielerin. Zu wissen, dass sie hinter mir steht oder hinter uns allen steht, gibt einer Mannschaft wirklich enorm viel Sicherheit. Und jetzt auch über die letzten Jahre hat sie international immer mehr Erfahrungen dazu bekommen, ist eine überragende Torhüterin, ist lautstark, übernimmt gerne das Kommando und ja, ich bin froh, dass sie bei uns im Tor steht. Vielen Dank. Dann entlasse ich schon mal Sarah. Gut. Vielen Dank. Und wir machen mit ein, zwei letzten Fragen für Clara Bühl weiter und das ist Marc Heinrich. Ja, Clara, es war eben die Rede davon, Sie können alle die Leistung gegen Marokko einordnen. Wo hat es denn vielleicht noch Verbesserungspotenzial gegeben und was muss jetzt gegen Kolumbien anders werden? Hat die Trainerin schon was mit auf den Weg gegeben? Ja, ich glaube, jeder von uns kann eben diese Leistung einordnen und auch nach dem Spiel wurde, beziehungsweise auch schon in der Halbzeit natürlich Sachen angesprochen, die wir besser machen müssen. Ich glaube, das ist in der zweiten Halbzeit auch sehr, sehr gelungen. Wichtig ist natürlich gegen Mannschaften, die auf Konter spielen, diese Balance, die wir brauchen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ja neben unseren Abwehrspielerinnen einfach immer noch eine zusätzliche Person haben, die einfach mit absichert, weil wir natürlich auch sehr viel Power nach vorne entwickeln und es dann unglaublich wichtig ist,
nicht in den Gegenangriff zu laufen und dann eventuell ein Gegentor zu kassieren. Ich glaube, es ist vor allem jetzt in den kommenden Spielen auch enorm wichtig, dass wir da nochmal den Fokus drauf legen. Und nach vorne hin, ja, gilt es natürlich immer noch, Automatismen zu entwickeln. Aber da haben wir die Vorbereitung auch schon sehr gut genutzt, um einfach Abläufe einzustudieren und die dann im Spiel abzurufen und so natürlich dann einfach noch mehr Gefahr auszustrahlen und dann in Effektivität vor allem in der Box in Tore umzuwandeln. Und die letzte Frage von Florian Neuhaus. Du hast ganz früh im Spiel, ich glaube nach 4-5 Minuten, so ein Dribbling über deine Seite angezogen und von den Tribünen gab es so A und O. Bekommst du sowas mit auf dem Platz? Spornt dich das noch zusätzlich an oder bist du da so im Tunnel, dass du das gar nicht so richtig wahrnimmst? Ja, grundsätzlich natürlich schon sehr im Tunnel, vor allem nach, ja, so in einer 1-gegen-1-Situation ist es ganz wichtig, eben den Fokus zu halten, um zu wissen, okay, was möchte ich machen, wo möchte ich hin und was ist mein Ziel? Natürlich in Richtung Tor und deswegen, ja, gilt es dann einfach, ja, den Fokus vor allem auf das 1-gegen-1 zu legen und sich jetzt von sowas nicht ablenken zu lassen. Ich würde mal sagen, in den meisten der Fällen klappt es ganz gut, obwohl es natürlich enorm schön ist, dann im Nachhinein zu hören, wenn die Fans so im Stadion mitfiebern, bei solchen Aktionen einfach mit dabei sind und ja, das Spiel auch sehr, sehr mitbejubeln. Das ist für uns Spielerinnen eine sehr, sehr große Wertschätzung. Dann vielen Dank, Clara Bühl, vielen Dank, Varo. Und ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss.